dass man das dementsprechend noch dann richtet, wenn dieser Damm gebaut wird. Dann kommt auch Selbstverlegung im H10-Bereich, Hartersdorf geht grundsätzlich auch in Ordnung. Es geht im Wesentlichen darum, dass man natürlich erschaut, wenn man jetzt schon größere Baumaßnahmen macht, was kann man dann auch für die Bauernschaft unternehmen, damit man ihnen auch behilflich ist, dass sie ihre Häuser noch dann besser bestellen können oder anfangen und dann was beschreiben können. Und so, das wird sicherlich kein Problem sein. Dann der Punkt 9, Grundzusammenlegung im Staubbereich, Kostenübernahme durch Gemeinde. Sagen wir mal, wir haben bereits mit der Agrarbezirksbehörde den Kontakt aufgenommen, die mit uns auch dafür verantwortlich ist, die Grundstücke so zusammenzulegen, dass auch dann schöne rechteckige oder quadratische Flächen entstehen und keine Dreiecke, damit die Bewirtschaftung noch einfacher ist. Und uns wurde telefonisch damals ja schon mitgeteilt, das ist jetzt wahrscheinlich schon eineinhalb, zwei Monate her in etwa, dass das keine große Sache sein wird und dass im Zuge der Verhandlungen das auf jeden Fall zustande kommen wird. Mit den Kosten, sage ich mal, kann ich jetzt nicht sagen, was die Sache ist, sondern muss man sich erstmal im Detail anschauen, um was es war und welche Kosten dass es dabei geht und wie das Ganze ausschaut. Punkt 10, keine Bäume, Sträucher am Damm, das wird auch in der Wasserrechtsverhandlung geklärt, ist aber, was im Wahnsinn von der Staubdeckenkommission, wie in Wien draußen war, wo die Experten das festgestellt haben, wie der Damm auszuschauen hat, auch dort schon festgehalten, dass das sowieso nicht der Fall sein darf. Also so gesehen von der Außenwirkung. Teilweise Wasserableitung vom Straßendamm Hasensdorf, ich sage mal, wird auch in der Wasserrechtsverhandlung aufgeklärt, weil der Damm wird ja so gebaut, damit das Ganze ja so funktioniert, dass niemand darunter leiden muss und niemand Schaden erleidet bei der ganzen Sache. Im Wesentlichen kann gesagt werden, das sind die 11 Forderungspunkte gewesen, die wir die gesamte Gemeinderat bekommen hat. Sind von diesen 11 Forderungen werden sie von unserer Seite erfüllt, zwar teilweise, sage ich mal. Und die Sache im Andersfall, sage ich mal, ist einfach ein No-Go, das wird einfach nicht gehen. Und ja, jetzt kommen wir zu den Zahlen, das nächste Bild, was ja für uns jetzt wesentlich ist. Wir müssen einmal grundsätzlich einmal feststellen, was kostet uns das Ganze. Ganz links außen, wo Gutachten steht, wird dargestellt, was es uns kosten würde, wenn wir gar nichts dazu tun als Gemeinde. Aber das heißt nicht gar nichts, sondern nur unseren 15-20% Anteil, den wir generell bei den Ablösen und bei den Entschädigungen dazu zahlen müssten. Das heißt, das wären rund 273.000 Euro. Beim nächsten Angebot ist, das heißt, wenn man 1 Euro drauflegt, dann würde das nicht mehr 273.000 Euro für die Gemeinde ausmachen, sondern rund schon 450.000 Euro. Das Wesentliche ist, die Forderungen, ohne das jetzt im Anlassfall jetzt berechnet zu haben, sondern wo es einfach rein, das einfach gegenübergestellt wurde, was jetzt die Bauernschaft haben möchte und was die Ist-Situation ist, sicher entsteht, stehen Mehrkosten von rund 1 Million Euro, die man auf der gut aufteiligen Seite noch dann ganz links drüben gut mit diesen roten Balken sehen kann. Und die Frage ist natürlich ganz einfach jetzt für uns auch. Egal wie viel Geld jetzt die Gemeinde jetzt da in die Hand legt und sagt, und jetzt gibt es jetzt zusätzlich für die Grundstücksablösen und meinetwegen für Entschädigungszahlen dazu, die Frage ist immer der Finanzierbarkeit. Es ist einfach, sage ich mal, ganz einfach gesagt, so, dass 1 Million Euro Mehrkosten für die Gemeinde in der jetzigen Situation nicht vertragbar sind. Und wenn wir 1 Million Euro mehr haben wollten, sage ich mal, jetzt im hypothetischen Fall, die Bauernschaft dementsprechend abzulösen, dann müssten wir ein Darlehen aufnehmen und dieses Darlehen müssten wir bei der Aufsichtsbehörde noch dann einreichen. Und die muss uns das erst einmal genehmigen. Und deshalb war ich ja heute beim Land drinnen und habe mal gefragt, okay, wie schaut das grundsätzlich aus, welche Aussichten auf Erfolg kommen wir, dass wir überhaupt eine Geldkarte kriegen. Und das war ein völliges No-Go nachher von denen, die haben gesagt, mein Ansatz ist klar, für was beauftragen wir, damit die, das ist das Land Steiermark jetzt gemeint,
Sachverständigen gutachten, die festhalten, was jetzt etwas wert ist, um nachher dann sozusagen mehr Geld auszugeben, was ihr nicht habt. Also von dem her, sage ich mal, ist das jetzt einfach die Ist-Situation, wo am jeden klar wird, was geht und was geht nicht. Diese Situation, sage ich mal, aus der heutigen Sicht gesehen, ist ein No-Go, geht einfach nicht. Der Anlassfall, gezogene Fall, würde das Ganze noch, würde die Situation anders darstellen, aber nachdem es in Österreich das nicht gibt, sage ich mal, kann ich nur diese Situation gegenüberstellen, die Forderung mit den 10 Euro und den erhöhten Entschädigungsbetrag. Und das ist das, was wir heute im Gemeinderat zur Abstimmung bringen sollten, wo es darum geht, welchen Betrag können wir uns leisten, den wir sozusagen zu der Bauernschaft drauf jetzt legen noch, obwohl Sachverständige und Gutachten festgestellt haben, dass die Preise, die angeboten wurden, fair sind. Die Frage ist ganz zahlreich. Und zwar bei der mittleren Spalte und die rechte Spalte unten, da ist die Differenz 175.000 Euro. Und diese Differenz entsteht, weil jetzt zusätzlich 1 Euro bezahlt wird für die Grundstücke, die abgelöst werden. Soweit ich weiß, sind das nur 5 Hektar, sprich 50.000 Quadratmeter, das muss dann nur 50.000 Euro sein, nicht 130.000. Da geht es darum, dass Durchschnittswerte herangezogen worden sind von dieser Berechnung, dass man gesagt hat, okay, man nimmt her 50%, das abgelöst wird im HPC-Bereich und 50%, die entschädigt werden. Das soll ich nur mal verdeutlichen jetzt, was für eine große Differenz, die man entscheidet jetzt, entsteht jetzt bei diesen Wertkosten. Weil wir haben ja schon sehr viele Flächen im HPC-Bereich bereits abgelöst. Ja? Und davon bin ich jetzt ausgegangen, einfach mal zu sagen, ungefähr, sage ich mal, nicht ganz die Hälfte ist abgelöst worden. Und wenn jetzt die andere Hälfte nachher dann hernehmen und sagt, das sollte nur entschädigt werden, dann ist das in etwa ein Durchschnittswert, den man auf jeden Fall angemessen hat. Wie viel ist jetzt abgelöst worden? Und wenn das kann ich jetzt auch genau sagen. Sind es 5 Hektar oder sind es die Hälfte? Das kann ich jetzt nicht sagen, das ist die Zahl nicht sein. Aber das tut jetzt auch nichts zur Sache. Weil ich dazu sage, bei unserer Entscheidung geht es jetzt darum, was können wir uns leisten? Und hier ist Bürgermeister, bin dafür verantwortlich, dass wir wirtschaftliche Entscheidungen im Sinne aller Bürger treffen, weil schlussendlich müssen alle Bürger das bezahlen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das, dass ich den Zahlen, die du uns da geben, auch nichts angreifen kann, weil es sind nicht Stimmen daraus. So soll es nicht stimmen. Naja, weil du selber gesagt hast, das ist eine Schätzung aus irgendeiner Masse heraus, aber es ist eine ziemlich genaue Schätzung, das variiert, sage ich mal, meinetwegen zwischen 50.000 und 100.000 Euro nachher dann auch. Je nachdem, wenn mehr Flächen entschädigt werden, dann wird der Betrag sogar noch niedriger. Wenn mehr Flächen dann abgegolten ist, oder? Wir wissen schon. Im HKZ-Bereich. Kann ich genau berechnen. Andreas, ihr habt alle die Unterlagen, das ist eine Grafik, die an alle gegeben ist, es hat alle Beschreibungen dazu gegeben, das heißt, ich bin verwundert, dass jetzt erst die Chance kommen. Ich habe zwei Probleme gesagt, das ist eine gestern verschickt worden. Das ist am Sonntag verschickt worden, Abend. Und ich würde das auch mehr sagen. Wir haben gestern noch keine Gemeinderatssitzung gehabt, um das zu klären. Wir haben vorige Woche diese Zahl nicht präsentiert gekriegt in dieser Sitzung, die wir beantragt haben. Mich würde jetzt bitte noch interessieren, Punkt A, hast du vorher an deiner Folie, wo du den Plan gezeigt hast, eindeutig gesagt, dass der Damm abzulösen ist. Jetzt sagst du da, es ist die Hälfte vom HQ 10 abzulösen. Können wir nochmal zum Plan zurückgehen, ja, vielleicht? Weil das sind zwei verschiedene Aussagen. Vorher hast du gesagt, die Fläche, die blau ist, wo die Überstromwolde ist und das Bachbett verbreitet und das Grüne ist abzulösen. Jetzt hast du gesagt, das ist in den Berechnungen ist die Hälfte des HQ 10 drin. Grundsätzlich geht das Land und der Bund davon aus, dass im HQ 10 Bereich alles abgelöst werden kann, aber nicht muss. Und wir haben bereits einige Flächen abgelöst davon. Und aus dem Grund bin ich von diesen Berechnungen ausgegangen. Bei den anderen Flächen, bei der HQ 30 und bei der HQ 100, da gibt es nur die Entschädigungszahlungen. Aber im HQ 10 Bereich geht es darum, dass auch die Flächen abgelöst werden können und wo auch Land und Bund dazu zahlen und natürlich auch die Gemeinde, aber nicht muss. Oder eine Entschädigungszahlung. Das heißt, deine 1 Million kommt auch dadurch zustande, dass du das auf der gleichen Berechnung, du hast auch die 10 Euro mal der Hälfte der HQ 10 Flächen gerechnet. Gleich gegenübergestellt, ja. 50% der HQ 10 gibt es auch eine Berechnung, die nur jetzt die blauen und grünen Flächen betrifft, was da der Unterschied wäre?
Ja, die wäre jetzt interessant. Was waren die 50.000 Euro? Das sind 5 Hektar, die Grüne und die Hellblau sind 5 Hektar. Im Wesentlichen geht es darum, dass eine große Differenz entsteht dabei, welche Flächen das jetzt abgelöst wird. Aber probieren wir das jetzt. 3,50 € sind noch keine Million. Bitte? 5 Hektar mal 3,50 € sind noch keine Million. Ich möchte gerne die Million erklärt haben. Wenn ich nur die Flächen zu den Flauen nehme. Es wäre 3,50 €, es wäre 10 Euro bezahlt. Ja, 10 Euro werden nicht von uns bezahlt. Mir geht es ja nur darum, was die Kosten für die Gemeinde sind. Ja, das ist nur unser Teil. Der ist nur unser Teil herausgerechnet dabei. Das ist es. Aber trotzdem, wenn ich 5 Hektar mal 3,50 € rechne, komme ich auf keine Million. Das ist jetzt darauf hingerechnet, ganz normal auf die 10 Euro und da im Plus 1 Euro und es entsteht einfach die Differenz. Du kannst das drehen und beten, wie du möchtest. Du kannst es ja gern selber berechnen und deinen Fuß bringen. Warum wird dann da nicht ausgewiesen, welchen Teil das Land davon bezahlt? Das Land bezahlt rund, wenn man das noch nicht genau weiß, zwischen 80% und 85% Land und Bund und der Anteil der Gemeinde wird rund 20% liegen. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir rund 20% zahlen müssen. Und das sind die Zahlen, die dem zugrunde liegen. Ganz einfach. Und wenn du andere Grafiken hast, dann kannst du es gerne präsentieren. Habe ich noch mal. Gut. Wie wird jetzt 10 Euro bezahlt im Quadratmeter oder wenn ich 6,50 € plus die 1 Euro in der Gemeinde bezahlt? Jetzt der Wahlbeter gut, jetzt setzt der Wahlbeter, sitzen wir in der Gemeinde dort sitzen, besprechen das Thema und wir werden erst einmal schauen, was jetzt so die einzelnen Stimmen sind. Und zum Schluss noch dann zu einer Abstimmung gelangen, wo es dann darum geht, zu sagen, das eine oder das andere zu wählen. Jetzt haben wir mal nichts abgestimmt. Bitte. Die 3,50 € oder was vom Gutachten rausgekommen sind, die 2,30 €, das ist eben die Wertminderung, was drin ist. Und eben die Ernteentschädigung, also größer Ernteschäden entstehen, oder? Ja. So ist es. Wenn du sagst. Was soll ich sagen? Ja, das Gutachten. Ja. Was sagt das Gutachten? Oder ist das jetzt so aufgeschlüsselt, oder? Kann ich jetzt nicht sagen. Das ist das Gutachten, das vom Land Steiermark in Auftrag gegeben worden ist. Und das ist das Gutachten mit dem Land Steiermark. Aber kannst du noch einmal sagen, worauf schön das Angebot ist bezieht? Das muss ja ein Angebot sein. Ein Euro. Normal, einfach Basisentschädigung. Ich habe noch einmal zurückgezogen. Und ebenfalls vom HC100 ist auch nur die Entschädigungszahlung berechnet worden. Und aufgrund dieser Information sind noch dann diese Berechnung abgeschafft worden. Und wenn das jetzt der Hernehmung zum Beispiel im Anlassfall, also Entschädigungszahlung im Anlassfall, dann werden ja nicht die 3,50 € ausgezahlt, sondern nur 25% oder was für die 10 Euro, also 2,50 € oder 2,40 € oder so muss uns hinkommen. Dann stimmt die Berechnung auch, ist er nicht. Dann brauchst du jetzt das doch nochmal dazu. Wenn zum Beispiel, es ist ja die Möglichkeit gegeben worden, oder die Bauernschaft oder die Wahlmöglichkeit, oder will ja die Wahlmöglichkeit haben, ob die Entschädigung jetzt dafür HQ 10, HQ 30 und HQ 100, ob die jetzt da einmalig sein soll, oder im Anlassfall. Anlassfall haben wir berechnet, weil der steht nicht zur Diskussion. Anlassfall heißt, dass nur 2,50 € oder 2,30 € ausgezahlt wird. Also da wird nicht die vollen 3,50 € ausgezahlt. Da wird die 3,50 € nicht voll ausgezahlt. Also du hast nicht die 3,50 € ausgezahlt. Anlassfall. Es wird kein Anlassfall jetzt nicht. Ich meine, das Land Steiermark hat jedes Jahr gesagt, lass die Dinge davon, das gibt es nicht. Nein, wir können das nicht. Deshalb gibt es auch Versicherungen oder andere, die festgestellt haben, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Und sagen, aber in den Einzelgesprächen, was die Bank Grundbesitz und Zugesichert,
Entschädigungen im Anlassfall. Das hast du zugesichert mit deiner Unterschrift und da ist ein Gesprächsprotokoll, was ich da habe. Und das steht Entschädigung im Anlassfall gegeben. Also bitte wisch es jetzt einfach so vom Tisch runter, dass es nicht geben wird, was du vorher denen zugesagt hast. Zugesagt, das ist ein Gesprächsprotokoll, wo das zur Sprache gekommen ist, dazu stehe ich ganz klar, überhaupt kein Thema. Ich habe gedacht, du hast Verhandlungen geführt. Das waren im Vorfeld Protokolle, das waren keine Verhandlungen. Nein. Die Verhandlungen, entschuldige, die Verhandlungsprotokolle schon anders aus. Das sind Vorbesprechungen gewesen, Protokolle, Gesprächsprotokolle, wo man den jeweiligen Grundstückseigentümer mehrmals zusammengesessen wurde und wo gesagt worden ist, wo man sich ausgetauscht hat, welche Forderungen man hat. Und man hat gesagt, okay gut, wenn man die Möglichkeit hat, einen Andersfall zu entschädigen, warum nicht? Ja? Aber die Möglichkeit haben wir nicht. Weil einfach die Forderung ganz klar ist vom Land Steiermark, das einfach nicht zu tun. Und daran halten wir fest. Bitte. Wie viele gibt es jetzt von diesen Gesprächsprotokollen, wie viele gibt es von den fertigen Verträgen und wie viele fehlen noch? Gesprächsprotokolle sind alle eingeladen worden.